Willkommen zu einem weiteren Video von Roland Mösel, Gründer der Planet Engineering Group Earth. Windstrom und Solarstrom. Immer wieder hört man, die Windenergie ist für die Energiewende unverzichtbar. Aber die Ausfallzahlen der letzten Jahre sind ziemlich mies. Und deswegen muss auch allmählich die Frage gestellt werden, ging es eigentlich mit Solarstrom alleine? Überhaupt diese Frage zu stellen, ob es in Deutschland mit Solarstrom alleine ginge, wurde erst möglich durch die Entwicklung des neuen Baustandards Klimaschutzüberlegenheitshaus, wo platzsparend Energieproduktion, Wohnen und ein Teil der Nahrungsmittelproduktion an einem Platz stattfinden kann. Ja, weiter südlich ist völlig klar, dass es mit Solarstrom allein geht, näher am Äquator. Und zum Glück, der allergrößte Teil der Menschheit lebt näher zum Äquator als Deutschland. Also die enormen Unterschiede zwischen Sommer und Winter sind etwas eben für Siedlungsgebiete weit weg vom Äquator. Schauen wir uns mal an, wie weit Deutschland weg ist. Ich habe das da rot eingezeichnet. Ja, allernördlichster Teil der USA bis südlicher Teil von Kanada. Ja, ziemlich menschenleere Gegenden. Und wenn man nach Asien schaut, Mongolei, bekannt für sehr extrem kalte Winter. Ja, und wir haben eben die Heizung vom Golfstrom. Aber denken wir an April und Mai 2021. Ja, das wäre typisches Neufundlandwetter. So wäre das Klima dauerhaft in Europa, wenn der Golfstrom ausfallen sollte. Nun, ich bekam in der letzten Woche Dateien mit den Solareinstrahlungsdaten für 2008 bis einige Jahre später. Jeweils stündlich und in 6x6 Quadratkilometer großen Abschnitten gerechnet. Und diese stündlichen Solareinstrahlungsdaten werde ich jetzt für eine Simulation nutzen. Es ist einfach Einstrahlung auf horizontaler Fläche, aber da bei diesen Klimaschutzüberlegenheitshäusern meistens Ost-West-Dächer verwendet werden oder relativ flache Garagendächer, ist das in Ordnung, dass wir da sozusagen die Einstrahlung auf flache Fläche haben. Und anhand der Daten habe ich angenommen, da wurde mit 200 Megawatt Photovoltaik gerechnet. Und ich mache jetzt ein Szenario, wo in Deutschland 1400 Gigawatt Photovoltaik installiert sind. Ja, derzeit sind es ca. 55 Gigawatt, also deutlich mehr Photovoltaik. Dann MULT, das ist der Multiplikationsfaktor zu dessen Daten, die ich habe. Und es wird ein jährlicher Strombedarf von 900 Terawattstunden angenommen, also deutlich mehr als heute. Und das ist der Netto-Stromverbrauch. Das heißt, das sind die ganzen Umwandlungsverluste der Akkus und von Power to Gas und die Rückwandlung über GOD-Kraftwerke bereits berücksichtigt. Das ist rein der Netto-Stromverbrauch. Und um das Ganze zu vereinfachen, habe ich einfach diese 900 Terawattstunden auf die Stunden des Jahres aufgeteilt, ganz gleichmäßig mit 103 Gigawatt. Ja, natürlich, im Winter sollte der Stromverbrauch höher sein, aber was ist, wenn irgendwelche industriellen Großverbraucher im Winter eine Pause machen? Es kann alles Mögliche sein. Das heißt, in diesem ersten vereinfachten Szenario nehme ich einfach an, 103 Gigawatt jede Stunde des Jahres. Und dann nehmen wir 4000 Gigawattstunden Akkus. Ja, zu heutigen Preisen, zumindest zu deutschen Apothekerpreisen, unvorstellbar, aber die Preisentwicklung spricht dafür, dass das eine gute Option ist. Dann wird noch eine Effizienz angenommen zum Laden der Batterie, Efficiency to Battery, wie es
0,95 und eine Effizienz beim Entladen der Batterie auch von 0,95. Dann haben wir noch unterirdische Erdgasspeicher. Derzeit hat Deutschland 24,6 Kubikkilometer davon und wir können etwa 246 Terawattstunden chemische Energie in Form von Methan speichern. Und dann müssen wir natürlich eine Effizienz von Power to Methan annehmen, also direkt Air Capture von CO2, der Elektrolyse, das Ganze zusammenfügen, bis Methan draus wird und bis es in den unterirdischen Speichern drinnen ist. Und dann müssen wir noch eine Effizienz von Methan annehmen, also von den unterirdischen Speichern über GOD-Kraftwerke bis zurück zum Endverbraucher. Ja, im März kam bei mir an eine kleine Bestellung von 16 280 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Meine Kosten bis zur Lieferung an der Haustür waren knapp unter 100 Euro pro Kilowattstunde Akku. Und ich nehme an, bis diese Größenordnungen relevant werden, sie werden mir wahrscheinlich auf 50 Euro oder vielleicht noch drunter sein pro Kilowattstunde. Also keine Panik, diese 4000 Gigawattstunden Akkus, das sind wahrscheinlich nur 200 Milliarden Euro oder noch weniger. So, wie wird das Szenario aufgebaut? In der ersten Spalte ist Datum und Uhrzeit. Es beginnt am 1. Jänner 2008. Dann haben wir die Spalte mit den Daten, die ich bekommen habe, die Einstrahlungsdaten für ganz Deutschland. Und daraus wird dann berechnet, wie viel Gigawatt ich bei diesen 1400 Gigawatt Photovoltaik ich von mit diesen Einstrahlungsdaten erzielen würde. Ja, und dann wird automatisch, je nachdem, wie viel Solarstrom kommt und wie viel GOD-Kraftwerke eingeschaltet sind, beziehungsweise Verbraucher sind diese konstanten 103 Gigawatt, beziehungsweise das, was hier als Power to CH4, also Methan, läuft. Und in der letzten Spalte habe ich noch den Füllstand der unterirdischen Gasspeicher in Gigawattstunden. Also wir fangen da am 1. Jänner mit 300.000 Gigawattstunden an. Ja, es wird alles ausgerechnet, bis auf die Spalte I, GOD-Kraftwerke und J, Power-to-Methan-Anlagen. Die gebe ich jeweils manuell ein und da habe ich mal mit 80 Gigawatt für die GOD-Kraftwerke angefangen. Und im ersten Anlauf geht es eigentlich nur darum, diese Dinge so zu verwalten, dass man innerhalb einer vernünftigen Batteriekapazität bleibt. Also ich habe am Anfang die Akkus zur Hälfte gefüllt, also 2000 Gigawattstunden in den Akkus drinnen. Und das, ja, das geht hier weiter bis zur Zeile 8825, nämlich eine Zeile für jede einzelne Stunde des Jahres. Das erste Interessante dabei war, durch die große Akkukapazität mussten die GOD-Kraftwerke nur sehr selten und sehr langsam in ihrer Leistung geregelt werden. Wir haben ja Schritte, also jede Zeile ist 10 Gigawatt und das oberste, wo wir es noch haben, sind 80 Gigawatt. Und man sieht also sehr, sehr wenig Leistungsanpassungen und mit einem Gigawatt pro Stunde Leistungsanpassung ist man problemlos dabei. Das ist extrem wenig im Vergleich zu dem Wahnsinn von heute, weil heute muss, wenn die Sonne aufgeht, die ganzen alten kalorischen Kraftwerke runtergeregelt werden, bis es Mittag ist. Und am meisten Solarstrom im Netz ist und dann müssen sie wieder hochgeregelt werden. Das alles kostet Wirkungsgrad und ist eigentlich ziemlich unökonomisch.
Wir haben in diesem Szenario weniger Leistungsanpassungen, als heute in 2 Tagen üblich ist. Und das haben wir in einem ganzen Jahr, also wir haben mehr als 2 Größenordnungen weniger an Leistungsanpassungen. Ja, das gibt natürlich dann völlig neue Kriterien für neue GD-Kraftwerke. Die werden heute darauf optimiert, dass sie einen schnellen Lastwechsel beherrschen. Aber in Zukunft sollte eben die Optimierung ganz anders sein, nämlich auf maximalen Wirkungsgrad, dass sie einfach mit 100% Leistung durchlaufen und bei den maximalen Wirkungsgrad haben, wir aufgrund der hohen Akkukapazitäten dann einfach wahrscheinlich Kraftwerke ein- und ausgeschaltet werden und vielleicht 2-3 Mal pro Saison nur ein- und wieder ausgeschaltet werden. Dann bei den Power-to-Methan-Anlagen habe ich im Szenario bis 180 Gigawatt benötigt. Dann habe ich da eine Optimierung durchgeführt, um zu schauen, wie weit man mit 160 Gigawatt kommen würde. Und habe festgestellt, nur 143 Stunden im Jahr 2008, dem Jahr, wo ich die Simulationsdaten habe, wären 180 Gigawatt nötig gewesen. Das heißt, wir hätten, wenn wir da eine Abschaltung gemacht hätten, weil wir nur 160 Gigawatt installiert hätten, nur 143 mal 20, also 2860 Gigawattstunden verloren. Und ja, die Kosten für 20 Gigawatt mehr Anlagen sind natürlich hoch. Es wird natürlich immer herumgejammert von Laien, oh, da hat es Abschaltungen gegeben, was für eine Verschwendung. Bloß es ist manchmal so, dass bis zum Letzten alles ausnützen die größere Verschwendung ist, als irgendwo Abschaltungen zu riskieren. Wenn ich die Simulation nicht nur für das Jahr 2008 gemacht hätte, sondern auch für andere Jahre, dann hätte ich vielleicht irgendwo eine ganz besondere Wettersituation gefunden, wo ich 200 Gigawatt Power-to-Methan gebraucht hätte. Aber das sind eben sehr seltene Ereignisse. Also im Wesentlichen wären wir mit 160 Gigawatt Power-to-Methan durchgekommen. Nächste Erkenntnis. Der Einsatz von GOD-Kraftwerken und Power-to-Methan ist zeitlich klar getrennt. Also da ist der Winter, da laufen die GOD-Kraftwerke und es scheint dann allmählich mehr Sonne und ja, die Leistung kann zurückgefahren werden. Und dann gibt's ein paar Tage oder Wochen, wo das Land sozusagen nur auf Akkus und Photovoltaik läuft. Und dann werden die Tage wieder länger, die Sonne steigt höher über den Horizont. Und dann haben wir die ersten Einsätze von Power-to-Gas-Anlagen. Ja, und im Herbst ist genau umgekehrt. Allmählich geht der Einsatz von Power-to-Methan zurück. Und dann haben wir ein paar Tage ja, normal. Und dann beginnen wieder die GOD-Kraftwerke zu laufen. Hier habe ich sozusagen die extremste Wettersituation im Jahr 2008. Vom 7. bis zum 13. Mai, da war es eine sehr sonnige Woche. Das war die einzige Zeit, wo ich, orange dargestellt, sehr viel Sonne hatte, also jeden Tag sehr gleichmäßig sehr viel Sonne und wo ich 180 Gigawatt Power-to-Methan eingesetzt habe. Also das heißt 103 Gigawatt sonstige Lasten, 180 Power-to-Methan. Das heißt, die ganze Woche hier ist praktisch mit 283 Gigawatt Netzbelastung durchgelaufen. Und da sieht man irgendwo in den frühen Morgenstunden wird erstmals 283 Gigawatt überschritten und der Ladezustand der Akkus nimmt zu bis zu einem Spitzenpunkt am Nachmittag, wo die Sonne dann schon so weit gesunken ist, dass wir unter 283 Gigawatt Solarstrom haben und da nimmt dann der Ladezustand der Akkus wieder ab bis in den, zu den frühen Morgenstunden des nächsten Tages. So, die Erkenntnisse von diesem Szenario. Wir haben 507 Terawattstunden in die Akkus reingeladen. Da habe ich gesagt, 507 Terawattstunden aus den Akkus entnommen und 562 Terawattstunden hineingeladen.
Die Differenz ist natürlich der Wirkungsgrad von Laden und Entladen. Da geht ein bisschen Energie drauf. Und wir haben maximal 283 Gigawatt aus den Akkus entnommen. Und die Akkus haben wir mit maximal 559 Gigawatt geladen. Und übers Jahr verteilt sind es ca. 130 Vollzyklen der Akkus. Dann, wir haben 2890 Volllaststunden der GOD-Kraftwerke gehabt. Das heißt, mit voller Last gerechnet, mit 80 Gigawatt, sind die in diesem Jahr 2890 Stunden gelaufen. Die Power-to-Methan-Anlagen waren 1772 Stunden ausgelastet. Ja, das hätten wir ein bisschen rausdrücken können, wenn man wirklich Abschaltungen gemacht hätte bei 160 Gigawatt und nicht auf 180 Gigawatt gegangen wären. Und wir haben runde 245 Terawattstunden am Ende des Jahres weniger Füllstand der unterirdischen Gasspeicher als am Anfang des Jahres. Das heißt, der Strom hat nicht ausgereicht im Sommer, die unterirdischen Gasspeicher so weit wieder zu füllen, damit wir den gleichen Füllstand wie am 1. Jänner wieder erreichen. Das ist jetzt der Füllstand der Methanspeicher. Nach dieser Simulation hätten wir praktisch im Sommerhalbjahr aus südlichen Ländern, die natürlich wesentlich mehr Solarstrom haben, 245 Terawattstunden chemische Energie, also Methan, ergänzen müssen, damit wir sozusagen nach einem Jahr von genau denselben Füllstand sind. Ja, da freuen natürlich die etwas weiter südlich gelegenen Länder, weil mit einer ähnlichen Ausstattung haben die natürlich wesentliche Überschüsse. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht über Saisonspeicher. Das ist eine der Folien aus diesem Video, wo ich verglichen habe Oslo, Berlin, Wien, Rom, Athen, Tel Aviv und Kairo. Das ist eine Simulation gewesen über Klimaschutzüberlegenheitsreise, wie sie in den jeweiligen Ländern sozusagen wie viel Strom pro Monat sie erzeugen. Und da ist zu sehen, ja, nur bis Wien runter gibt es im Winter zu wenig Eigenerzeugung vom Solarstrom. Das heißt, weiter südlich gibt es so viel Überschuss mit gleicher Ausstattung. Die freuen sich natürlich, wenn sie 245 Terawattstunden chemische Energie in Form von Methan nach Deutschland liefern dürfen. So, die Methanspeicher. Momentan sind in Deutschland 24,6 Kubikkilometer unterirdischer Speicher. Und wenn man bei Methan rund 10 Kilowattstunden pro Kubikmeter hat, sind es eben 246 Terawattstunden. Für dieses Szenario müssten wir, dass wir auch ein bisschen Reserven haben, auf 50 Kubikkilometer praktisch verdoppeln. Dazu ist aber zu sagen, das ist ja jetzt eine Studie, wo wir alles andere ignorieren. Wo wir gesagt haben, wir machen 100% Solarstrom für Deutschland. Ja, die bestehenden Windkraftanlagen werden wir ja nicht abreißen, wegwerfen oder sonstigen Unsinn damit anfangen, die bestehen ja. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel ja nur die im Jahr 2020 bestehenden Windkraftanlagen eingeplant hätte, dann hätte die im Winter die Entnahme aus den unterirdischen Gasspeichern wesentlich vermindert, weil gerade die Windkraft im Winter mehr Strom produziert als im Sommerhalbjahr. Ja, und dann gibt es noch diesen ganzen Wasserstoff-Hype. Alles Wasserstoff. Gut, Wasserstoff hat seinen Verwendungszweck in der chemischen Industrie. Zum Reduzieren von Eisen und andere Anwendungen in der chemischen Industrie, aber für Energie einfach unbrauchbar, weil Wasserstoff benötigt 3,2 mal mehr Volumen, um dieselbe Menge an Energie zu speichern wie Methan. Das heißt, wenn wir jetzt dieselbe Szenario mit Wasserstoff machen täten,
dann würden wir nicht 50 Kubikkilometer unterirdischer Speicher brauchen. Ja gut, eine Verdoppelung, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten schaffen. Dann würden wir 160 Kubikkilometer davon brauchen und das wäre extrem aufwendig, wenn nicht sogar undurchführbar. So, soweit zur ersten Studie über die Möglichkeit, wie würde eigentlich Deutschland mit 100% Solarstrom ausschauen. Das war ein weiteres Video von Roland Mösel, Gründer der Planetary Engineering Group Earth. Und wie immer, like, comment, subscribe und die Glocke drücken, damit Sie verständigt werden, wenn ich ein weiteres Video mache.